Grüß Gott, Herr Erzbischof. Grüß Gott, Herr Bade. Ich freue mich sehr, Sie hier für EWTN, der Seconda Loggia, begrüßen zu dürfen, wo ich mit Ihnen gerne über das Pontifikat Benedikt sprechen möchte, dessen Sekretär Sie ja bis heute sind. Meine erste Frage zielt auf eine Erinnerung. Was ging Ihnen am 11. Februar 2013 am Abend durch den Kopf, als der Blitz in die Kuppel einschlug, an dessen Morgen Papst Benedikt zurückgetreten war? Ich habe an dem Abend das Unwetter gehört, aber ich habe den Blitz nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe den erst gesehen in einer Fotografie, danach natürlich viele, viele Male. Und es war so eine Art von, der Eindruck war der, da ist ein, von weiter oben eine Reaktion, ein Zeichen gekommen, dass man auf den Vormittag deuten kann und dass man mit dem Vormittag in Verbindung bringen kann oder Verbindung bringen muss. Also irgendeine Form von Reaktion. Ich wusste da nicht genau, ist das eine Reaktion im Sinne von eine gute Reaktion oder ist da Hab-Acht-Reaktion? Das war ein gewaltiger Krach, das weiß ich. Wie war die Reaktion vom Heiligen Vater? Papst Benedikt hat, soweit ich mich recht erinnere, auch nur eben das Getöse mitbekommen, nur die Akustik, nicht die Optik. Ich habe dann, das weiß ich nicht mehr, am Tag danach oder zwei Tage später, habe ich ihm dann auch bei der Presseschau, meinem Pressespiegel, also einige Bilder gezeigt. Ist das wahr oder ist das eine Fotomontage? Insofern, nein, das ist also wirklich hier, die Natur hat hier gesprochen und ziemlich deutlich. Es war wie ein Getöse der Unterwelt. Mich hat es auch damals ein bisschen erinnert an den Regenbogen in Auschwitz. Waren Sie dabei? Ja, ich dabei, ja. Es waren ja eigentlich zwei Regenbogen. Das weiß ich noch sehr, sehr gut. Wir sind da hingefahren, es war brutal schlechtes Wetter, es hat geregnet und wir hatten schon alles vorbereitet, dass eben die Rede zu halten ist unter dem Regenschirm und alles. Und dann in der Tat, als wir ausstiegen, hat der Regen aufgehört und während der Rede des Papstes ist dann dieser Regenbogen gekommen, an den keiner gedacht hat und der in diesem Moment wirklich also eine eindeutige, wirklich überzeugende Botschaft von weiter oben war. Haben wir das abends zusammen reflektiert? Wir haben abends nur kurz darüber gesprochen, vor allem wir haben dann während der Autofahrt ist ja ein bisschen Zeit, das ist auch, um die Spannung etwas zu nehmen, da wird dann nicht zunächst über Wichtiges, Schwieriges, sondern über was gerade erlebt wurde und da ist natürlich der Regenbogen also eine willkommene Einladung gewesen. Es hat ihn nicht nur berührt, es hat ihn fasziniert. Am 28. Februar 2013 konnte die ganze Welt ihre Tränen sehen, als sie den Palast verlassen hatten. Sie waren traurig über ein Begräbnis, also fast unter Schock. Inzwischen haben Sie ja diesen Schritt leidenschaftlich verteidigt. Wie haben Sie es geschafft, Ihren Frieden mit dieser Entscheidung zu machen, die auch Ihr Leben von einer auf die andere Sekunde komplett verändert hat? Sie haben recht, der Abschied hier vom Palazzo an dem 28. Februar. Wir gingen dann runter vom Palazzo über den Damasushof mit dem Auto dann zum Hubschrauberlandeplatz und von dort mit dem Hubschrauber nach Castel Gandolfo. Das war ein Abschiednehmen, das sehr schmerzhaft war und das mir wehtat. Und in der Tat, ich habe da den Tränen freien Lauf lassen müssen. Ich konnte mich einfach nicht mehr halten. Inzwischen sind gut 3 Jahre vergangen und in 3 Jahren ist sehr viel geschehen. Es ist sehr viel an eigener Reflexion geschehen. Es ist Sachen geschehen von außerhalb. Und da ich sehe, dass Papst Benedikt mit dem Schritt nach wie vor nicht nur lebt, sondern dass er in vollem Frieden lebt und nach wie vor und vielleicht mehr denn je überzeugt ist und war, dass dieser Schritt richtig gewesen ist. Das hat auch mir geholfen, innerlich sozusagen von meiner anfänglichen Resistenz Abschied zu nehmen und einfach das anzunehmen, was Papst Benedikt, also nach Ringen, nach langem Ringen und auch nach wirklich intensivem Gebet, für sich als richtig ersehen, erkannt und dann auch entschieden hat. Es war ein sehr trauriger Tag. Können Sie auf Anhieb den glücklichsten Tag Ihres Dienstes in Ihrem Dienst für Papst Benedikt nennen? Ich weiß es nicht, ob es der glücklichste Tag war, aber es war vielleicht der einschneidendste Tag, das war die Wahl. Die Wahl, Kardinal Ratzinger hatte damals die Möglichkeit, einen Ekklesiastikus, wie es heißt, mitzunehmen ins Konklave und er hatte damals mich gewählt und
mit den Ärzten und den anderen, die nicht bei der Wahl dabei waren, aber dann in der Sala Regia oder in der Sala delle Benedizioni gewartet haben. Wir waren natürlich alle gespannt, nervös. Also es war einfach eine sonderbare Atmosphäre. Und als dann die Tür aufging zur Cappella Sixtina und der Jüngste der Kardinäle rauskam und sagte, wir haben entschieden, es ist eine Wahl getroffen worden, und ich habe dann von ganz hinten Papst Benedikt bereits schon in weiß unter dem letzten Gericht gesehen, also weiß in weiß, muss ich sagen. Das war einer der sozusagen der einschneidendsten Momente in meinem ganzen Leben. Hat sich auch Ihr Leben auf eine andere Sekunde verändert. Komplett. Und deshalb eben, es war ein großer Einschnitt in sein Leben und indirekt natürlich dann auch in das meine. Am 6. Januar 2013 wurden Sie von ihm selbst zum Erzbischof geweiht. Da wussten Sie schon seit Monaten, dass er zurücktreten würde. Ich wusste es, ja. Wie haben Sie es geschafft, so Ihren Dienst so heiter und so gelassen zu tun? Sie waren sehr fröhlich an dem Tag, was soll man sagen? Ja, es war der Tag der Bischofsweihe. Das ist die Fülle des Weihsakramentes und von Papst Benedikt selber gespendet, einem sehr feierlichen Akt. Vielleicht war das der feierlichste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Und das hat mich innerlich schon bewegt. Natürlich war es für mich eine Zeit, nachdem Papst Benedikt mir das mitgeteilt hat, unter dem Siegel der päpstlichen Verschwiegenheit selbstverständlich, nicht einfach. Und ich habe versucht, das so anzunehmen, wenn er das für sich entschieden hat und er mir das sagt in hohem Vertrauen, dann zeigt es auch, dass er in mich Vertrauen setzt und das aber auch erwartet, dass ich dieses vertrauenswürdig bin und den Mund halte. Das habe ich auch getan. Und ich habe dann öfters mal mit dem Herrn gerungen. Aber am Ende muss ich sagen, Gott sei Dank, habe ich durchgehalten. Wir haben den traurigsten Tag, den schönsten Tag. Aber welchen Tag bedauern Sie am meisten, wenn Sie zurückschauen in der Zeit des Pontifikats? Bedauern ist, das ist ein Tag, an dem ich war selber im Bett und krank, als diese ganze Schwierigkeit, die mit dem Namen Williamson zusammenhängt, als ich sah sozusagen auf den Papst zurollen, wie eine Lawine, die kam und man nicht wusste, wohin, weil es gab da kein Entweichen. Das war einer der schwierigsten und auch der traurigsten und aber auch der schmerzhaftesten Tage in meinem Leben als Sekretär von Papst Benedikt. Auch, dass Sie so gelähmt waren, dass Sie nicht eingreifen konnten? Ich konnte nicht, nein, weil es war einfach zu spät und Papst Benedikt hat ja zu diesem ganzen Ereignis oder zu diesen ganzen Ereignissen hat er ja viel gesagt, aber er hat vor allem, was auch singulär ist, diesen berühmten Brief an die Bischöfe geschrieben. Ich werde das nie vergessen, am 10. März 2010, das war dieser berühmte Brief. Und da hat er, was zu sagen war, gesagt. Und ich finde mich da also absolut wieder. Von den Exorzismen wissen wir, wie stark die Kraft des Gebetes ist. Gebete können sogar Dämonen austreiben. Manchmal dachte ich, oder oft, das denke ich bis heute, dass das Amt des Papstes ist ja nicht, es verstärkt ja das Menschenmögliche. Das nur möglich ist durch diese Millionengebete, die täglich für den Papst gebetet werden. Jeden Morgen, jeder Messe, jeden Abend, allen Messen weltweit. Wie war das denn der Unterschied, als diese Gebete plötzlich alle weggenommen wurden vom Papst? War das nicht ein enormer Absturz, also der fast physisch zu spüren war, oder? Ja, da ist in der Frage ein, sagen wir mal so, ein kleiner Schlenker. Ich weiß nicht, ob in der Tat, Sie sprachen, als die Gebete weggenommen wurden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich weggenommen wurden mit einem Schlag. Klar, das amtliche Gebet ist mit der Wahl von Papst Franziskus auf seinen Nachfolger übergegangen, richtigerweise, und so soll es auch sein, so war es damals von Johannes Paul II. Auf Benedikt XVI. Ich kann nur sagen, dass aufgrund von vielen Briefen und auch vielen Kontakten das Gebetsgedenken, die Gebetszusagen gewaltig sind und jedenfalls aufgrund von Zuschriften, wir sagen, also noch gestiegen sind. Gestiegen? Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass Papst Benedikt, was das Gebet betrifft, mit Sicherheit nicht vergessen ist und dass unheimlich viele Menschen für ihn beten. Können Sie sagen auf Anhieb, worüber sich Benedikt XVI. Am meisten gefreut hat nach dem Amtsverzicht?
Er hat sich sicherlich gefreut auf die Zeit, die er hat mit dem Herrn, das heißt die Zeit fürs Gebet und die Zeit für das Nachdenken, für das Lesen, aber auch für die Begegnung mit Menschen. Könnte man sagen, dass er jetzt wie ein Mönch lebt? So bezeichnet er es selbst. Er sagt ja, ich habe mich zurückgezogen, ich wohne in einem Kloster, ich habe ein mönchisches Lebensprogramm und ich bin ja Tag für Tag bei ihm und ich kann das nur bestätigen. Es gibt aber Kardinäle im Vatikan, die ich kenne, die immer noch darüber entsetzt sind, dass die katholische Kirche im Moment zwei Nachfolger Petri hat. Sie aber haben neulich von einer Erweiterung des petrinischen Dienstes gesprochen. Also eine Potenzierung auch größer. Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Ja, Sie spielen da auf die Buchvorstellung eines italienischen Professors an, Roberto Regole. Er hat ein Buch geschrieben über eine erste Bewertung des Pontifikats. Er ist Professor an der Gregoriana und dort wurde das Buch auch vorgestellt. Ich war einer der beiden Personen, die es vorgestellt haben. In der Tat, ich habe da von einem potenzierten Pontifikat gesprochen. Es ist klar, um es ganz klar zu sagen, weil ich habe dann bei manchen Reaktionen gesehen, dass da auch mir Dinge unterstellt wurden, die ich nicht gesagt habe. Natürlich, Papst Franziskus ist der rechtmäßig Gewählte und der rechtmäßige Papst. Insofern gibt es also nicht zwei, einen rechtmäßig und unrechtmäßig. Das stimmt einfach nicht. Ne? Und ich habe gesagt, dass eben, und das hat ja Papst Benedikt auch gesagt, dass er eben auch weiterhin im Gebet, im Opfern da ist, im Recinto von St. Peter und dass durch dieses Gebet, durch dieses Opfer seinem Nachfolger und auch für die Kirche geistliche Frucht entspringen soll. Und das habe ich damit gemeint und jetzt haben wir 3 Jahre, 2 Päpste und ich habe den Eindruck, dass die Realität, die ich wahrnehme, durch das, was ich gesagt habe, gedeckt ist. Also gar nicht, verstehe ich das richtig, dass er irgendwie meint, er wäre weiter im Dienst geblieben. Also er hat den kontemplativen Teil, er hat überhaupt keine Entscheidungsbefugnis, gar nichts mehr. Aber wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das so gesagt haben, einen aktiven Teil und einen kontemplativen Teil, dass es eine Erweiterung wäre. Das, sagen wir, so habe ich das gesagt, in der Tat, dass, wenn man das jetzt etwas konkretisieren will, es ist ganz klar, die Plenitudine Potestatis, hat Papst Franziskus. Er ist der Mann, der die Nachfolger Petri ist im Augenblick. Und da gibt es auch gar keine Schwierigkeiten. Es gibt auch, habe ich auch gesagt, die sind also nicht in einem Konkurrenzverhältnis. Da muss man den gesunden Menschenverstand einsetzen, den Glauben und ein bisschen Theologie. Dann hat man überhaupt keine Schwierigkeit, das, was ich gesagt habe, auch richtig zu verstehen. Können Sie noch zwei Papi Emeriti vorstellen, 2 zurückgetretene Päpste in den Gärten oder 3, ein Amt von 4. Dadurch, dass Papst Benedikt in der Tat diesen Schritt getan hat, ist eine Tür geöffnet worden. Ob durch diese offene Tür andere Päpste durchschreiten, da bin ich kein Prophet, aber ich persönlich habe keine Schwierigkeiten, das als realistisch zu sehen. Nur was Platz machen für Papst Franziskus. Naja, ob das jetzt Lokaliter am gleichen Ort ist oder anders, das ist ja dann eigentlich zweit- oder drittrangig. Ihr Vater war Schmied und er war ein Baum von einem Mann, wie Sie mal gesagt haben. Wie würden Sie den Heiligen Vater Benedikt charakterisieren? Er war ja kein Baum von einem Mann. Können Sie in einem Satz so knapp, gibt es eine Formel? Papst Benedikt ist die Person, die in mir eine geistige Klarheit, und zwar mit einer unheimlich intellektuellen Präsenz, aber mit einer entwaffnenden Milde verkörpert. Und in dieser Form kenne ich keine zweite Person. Und für mich ist er da auch zu einem großen Vorbild, aber auch zu einer großen Bezugsperson geworden. Was wird für dieses Pontifikat bleiben? Die Zeit wird zeigen, die Geschichte wird zeigen, dass die großen Themen, die Papst Benedikt angesprochen hat, die zunächst Herausforderungen des Amtes waren, dass die Antworten, die er auf diese Themen gegeben hat oder auf diese Herausforderungen, die Kirche in ihren Grundfesten gefestigt und geprägt haben.
das wird bleiben. Erbarmen ist das große Stichwort für Papst Franziskus. Können Sie auch ein Stichwort für das Pontifikat Benedikts nennen? Papst Benedikt, schon als Professor, schon als Kardinal, hat ja auch, das habe ich auch in dieser Buchvorstellung gesagt, sagen wir so, ein Grundwort, das ihn immer begleitet hat, das ist die Veritas, das ist die Wahrheit. Es geht darum, dass eben in Christus die Wahrheit Mensch geworden ist. Und für ihn ist also das das große Thema seines Lebens, das in verschiedenen Variationen und in verschiedenen Formen immer wieder in seinem Leben zutage getreten ist. Das heißt, wir kennen die Wahrheit in Jesus Christus, in dieser Person, mit seinem Gesicht. Benedikt der 16. hat seinem Nachfolger ein brisantes Dossier hinterlassen über die Zustände im Vatikan. Seit 3 Jahren versucht nun Papst Franziskus, die Kurie zu reformieren. Vor Weihnachten 2014 hat er sie sehr drastisch kritisiert. Ist es über zwei Fragen, eine Doppelfrage. Greift die Kurienreform schon und gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Dossier, was der Papst, was er hinterlassen hat? Zunächst zur Klarstellung, das Dossier, das Papst Benedikt an jenem 23. März 2013 seinem Nachfolger hinterlassen hat, in Castel Gandolfo, das war der erste Kontakt zwischen den beiden, das war das Dossier der Kardinalskommission der 3 Kardinäle, die in der sogenannten Vatilix-Situation von Papst Benedikt persönlich eingesetzt wurden und die er beauftragt hat, zu untersuchen, um eben Licht ins Dunkel zu bringen. Und diese 3 Kardinäle haben nur dem Papst berichtet, es war also keine Zwischeninstanz, und haben gute Arbeit geleistet und haben die Frucht der Arbeit dann mit all den Dokumenten, Dokumentationen, dem Papst überreicht, und Papst Benedikt hat sie mitgenommen nach Castel Gandolfo und hat sie dann dort Papst Franziskus weitergegeben. In Bezug auf die Frage, Kurienreform, greift sie oder greift sie nicht? Da möchte ich eines sagen, da ist vor allem zu Beginn des Pontifikats sind da ja auch unheimlich viele Thesen herumposaunt worden, als ob die Kurie in einer desaströsen Situation sei. Also alles verlottert und es ist höchste Zeit, dass alles reformiert wird. Nicht nur Jor und anderes, sondern also das, was man unter Kurie versteht. Ich bin jetzt 20 Jahre hier und habe ich nur gedacht, naja, mancher, der da große Worte gefunden hat, kennt die Kurie eigentlich nur entweder über Regenbogenpresse, hat aber keine konkrete Kenntnis und sollte vielleicht besser ein bisschen das Gas vom Pedal nehmen. Natürlich gibt es und gab es einige Schwierigkeiten, auch einige Notwendigkeiten, um bestimmte Dinge zu ändern. Wie weit jetzt dann das alles unter Kurienreform zu suchen ist, das ist eine andere Frage. Und bisher, wenn man nüchtern schaut, ist es ja so viel nicht verändert worden. Es ist klar, es sind 2 neue Organe errichtet worden. Ob die viel an Klärung gebracht haben, das wird man sehen. Was Dior betrifft oder die Vatikanbank, die sogenannte Vatikanbank, da ist nur das weitergeführt worden, was unter Papst Benedikt angefangen wurde. Ist klar. Eine Reform in dem Punkt braucht einfach Zeit, bis sie auch dann greift. Und das sieht man eindeutig. Im Hinblick auf die sogenannte Kurienreform bin ich selber sehr neugierig, was dann sozusagen das Endprodukt oder das Endergebnis sein wird. Ich bin gespannt und lass mich gerne überraschen. Papst Franziskus hat kurz nach seiner Wahl gesagt, die Hirten müssen den Geruch der Herde haben. Sie kennen ja sehr viele Bischöfe. Haben sich die Bücher verändert oder lassen sie nur das Rasierwasser weg? Naja, also in Bezug auf äußeres Verhalten kann man sagen, da gibt es schon eine ganze Reihe von Veränderungen. Ob dadurch auch das innere Verhalten verändert wurde, wage ich nicht zu besprechen. Ich bin denn nicht der Beichtvater dieser Herren und habe auch zu wenig Kontakt, um das aufrichtig und ehrlich zu sagen. Ich kann nur hoffen, dass wenn äußere Änderungen sichtbar sind, dass das auch sozusagen einer inneren Einstellung entspricht und nicht nur etwas kaschiert wird, solange man hier im Vatikan sich zeigt und dann, wenn man dann außer Sichtweite ist, dann wieder sozusagen in das alte Fahrwasser zurückfährt. Die Pforten der Hölle
werden die Kirche auf dem Fundament Petri nicht überwältigen, heißt es beim Evangelisten Matthäus. Wie ist denn da zumute bei den Weissagungen des Malachias, die vom Philipp Neri stammen, von dem Heiligen Philipp Neri stammen sollen, die mit dem Papst Franziskus aufhören in der Reihenfolge der Päpste? Gestern war der Heilige Philipp Neri, 26. Mai. In der Tat, das ist etwas, was, wenn man also die Weissagungen durchgeht und in der Geschichte schaut, auf welche Päpste dann sie angewandt wurden und da immer auch ein guter Bezug zu finden war, ist etwas schaurig, ist mir etwas schaurig zumute, das sage ich ganz ehrlich. Gehört nicht zur Offenbarung, das anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ich muss es nicht annehmen. Aber wenn man ein bisschen die geschichtlichen Erfahrungen sprechen lässt, muss man sagen, also es ist eine Art von, ja, es ist ein Aufruf. Mir persönlich, muss ich sagen, fehlt noch jedem Abend oben das Licht im päpstlichen Palast. Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie sehen, dass das Appartement oder das dunkel geworden ist, wo Sie so lange gelebt haben? Es ist so, abends bin ich meistens in meinem kleinen Kämmerlein und bereite die Post vor für den nächsten Tag und habe anderes zu tun, sodass ich also sehr selten den Palazzo nachts sehe. Natürlich habe ich ihn schon öfters gesehen und wenn ich dann von der Conciliazione, wenn ich dann auswärts bin, versuche ich immer zu Fuß zu kommen, weil es tut mir gut und Not. Laufe dann also auf den Petersplatz zu und sehe auf der rechten Seite den Palazzo und teilweise unten in der Prima Loggia einige Lichter des Kardinalstaatssekretärs. Und oben die zweite, dritte Leute, total dunkel, ist mir immer etwas wehmütig im Herzen. Und ich musste mich daran gewöhnen und ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, abends dunkle Fenster zu sehen. Darum. Ich komme zu Ihrer letzten Frage. Sie haben mal von Ihrem Traum gesprochen, Jugendtraum, Kartäuser zu werden. Haben Sie heute noch Träume und welche Träume haben Sie heute noch? Ich habe damals in der Tat, es war im zweiten Semester Theologie, da war ich mit einem Freund, war ich in der Marienau, in der Kartause im Allgäu für eine Woche und das hat mich sehr angesprochen und damals hatte ich dann in der Tat diesen inneren Ruf und dann habe ich aber zuerst gedacht, na jetzt rede mit einem älteren Kartäuser. Dem habe ich das gesagt und er hat mir gesagt, also hör mal, wenn dieser Ruf wirklich ernst ist, dann wird er bleiben. Aber jetzt mach erst deine Studien zu Ende, denn die müsstest du, wenn du zu uns kämst, auch machen auf eine andere Weise. Und wenn der liebe Gott dich bei uns haben will, dann hat er dich auch in 5 oder 6 Jahren. Wenn nicht, war das vielleicht nur so ein kleines Stimmchen, das aber mehr von dem Augenblick der Begeisterung ausgelöst wurde, denn von ganz oben. Und diesen Rat habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und in der Tat im Laufe des Studiums hat sich dann gezeigt, dass also offensichtlich der liebe Gott was anderes vorhatte. Von einem Traum heute zu reden, ist etwas übertrieben. Manchmal wünsche ich mir, dass ich in der Tat etwas mehr in der seelsorglichen, konkreten in der konkreten Seelsorge tätig sein könnte, um ein Bild von Papst Franziskus aufzugreifen, da etwas mehr den Geruch der Schafe anzunehmen. Da ist der Geruch des Weiten Loggia, der Geruch des Vatikans noch sehr stark. Es fehlt mir einfach die Zeit. Ich versuche, da etwas mehr Zeit abzuschneiden für das, aber im Augenblick ist es einfach nicht möglich. Insofern versuche ich also hier den Geruch, der sich hier verbreitet, anzunehmen und weiterzugeben. Lieber Erzbischof, ich bedanke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen, dass der liebe Gott Sie weiter am Haken hält. Dankeschön, Herr Bader.